Da muss man da oben anfangen. Boah, das sind aber auch richtig teuer. Hohohoho. Menschlicher Fisch, Überlebenskünstler. Du schwimmst schneller und kannst länger. Ja, das ist so nützlich. Fische werden schneller müde. Was? Fische werden schneller müde. Ach so, beim Angeln ist das gut. Neue Fliegen werden im Angelslot, das werden dann freigeschaltet. Aber das muss ich wahrscheinlich so dann. Immer weiter vorwärts. Ja, das ist super, aber bis ich da mal hinkomme? Wingsuit, was ist das? Kletterhaken. Schalte den Klettern, finde geeignete Stellen in der Welt. Joa. Was haben wir hier? Nahkampfausrüstungstasche. Trage mehr Faustwaffen, Munition und Nahkampfwaffen mit dir. Ich frage mich, man benutzt ja eh nur eine Nahkampfwaffe irgendwie. Warum brauche ich da 10? Was? Anführer Boomer. Boomer kommt nach Verletzungen schnell zurück. Oh. Das sind die ganzen Anführer. Okay. Mal hier. Fallschirm, was kommt dann? Wingsuit. Ja, dann kommt man das noch. Ja, ich würde sagen, mach mal halt das. So, investieren wir mal da. Irgendwo muss man ja anfangen. Was ist das zum Beispiel? Flinke Finger. Okay. Ja, und das würde ich sagen. Ne? Dann haben wir den Enterhaken noch. Noch nicht schlecht sein, ne? Ich sah, wie die Du hast Sekte uns die den Arbeiter Arsch der gerettet, nicht wahr? Verpackungsanlage bedrohte. Ich konnte noch rechtzeitig abhauen. Was mit den anderen ist, weiß ich nicht. Du bist meine Heldin. Schätze, wir schulden dir was. Danke, dass du uns da rausgeholt hast, Mädchen. Gerne. Ich bin Merle. Merle Briggs. Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Ich wusste, dass sowas passiert. Aber ist jetzt auch egal. Erstmal müssen wir diese Leute beschützen. Ich weiß, wie wir es der Sekte heimzahlen können. Aber um das richtig zu machen, brauchen wir meinen Todeswunsch. Ja, ein Das ist mein Todeswunsch. Truck. Leider steht er in einer Werkstatt, die von diesen Wichsern überrannt wurde. Geh rüber zu US Auto und hol ihn dir. Ich passe so lange auf die Leute hier auf. Wir treffen uns dort und dann knöpfen wir uns diese Arschlöcher vor. Ja, alles klar. Es geht nichts über ein bisschen Bastelarbeit. So, jetzt schauen wir, was das ist, wo das ist und so weiter. So auf der Karte sehe. Sektenaußenposten ist es. Okay. Dann schauen wir mal auf der Karte, das müsste da eingezeichnet sein. Schauen wir mal. Das. Achso, das ist nur das Ding da. Jo, hier haben wir einen Außenposten. Garden View Verpackungsanlage. Befreie den Sekten-Außenposten. Ja, ich würde sagen, das machen wir gleich, Leute. Ist markiert. Warum nicht? Und die erste Schnellreise werden wir machen. Ich werde dann das mal probieren, wie das funktioniert. Probleme gehen. Aber dass wir es mal gemacht haben. So, wir müssen. Nichts markiert? Müsste befreie den Sekten Außenposten. So denn. So markiert. Aha, hier. Blindes Huhn und so. Der knurrt mein Hund. Die mag er nicht, die Typen. Von da unten vielleicht. So, Sektenaußenposten. Sobald ein Sektenaußenposten befreit ist,
Hast du Zugriff auf neue Missionen und Geschäfte? Sektenaußenposten verfügen über bis zu 3 Alarme. Ach du Scheiße. Wirst du entdeckt, bevor du sie entschärfen konntest, wird Verstärkung gerufen. Wenn du einen Sektenaußenposten unentdeckt befreist, erhältst du mehr Geldbelohnung. Okay. 3 Alarme. Holla Trio. Ach du Scheiße. Ja, die Alarme, die markiere ich gerade. Versucht ein bisschen was zu markieren. Am besten ist von oben angreifen. Also kurz rum, kleinen Bogen machen. Verkaufen wir Äpfel hier. Wir müssen darüber. Irgendwie hat man da gesehen. Mal ein bisschen aufpassen hier. Straße fahren ja dauernd Autos von denen. In der Verstärkung hier. Knurr doch nicht so. Machst mir nervös, du. So, mal ein bisschen von oben markieren. Ey, knurr doch nicht so. Du machst mich voll nervös, Mann. Oma, machst mir echt nervös. Kann man auch aufs Dach oder was? Ah, da gibt's auch was oben, sehe ich gerade. Da kommen wir mal rauf. Was ist das? Ein Bär. Ein bisschen markieren da. Ja, die haben schon wieder Leute umgenietet, die Arschgeigen hier. Schaffen wir schon, Leute. Schaffen wir schon. Können natürlich überall innen noch Feinde sein, das ist das. Da oben ist auch einer, glaube ich. Da oben ist einer. Ach du Scheiße. So. Wir müssen den Hund töten. Jetzt haben wir Alarm. Die Verstärkung müsste jeden Moment da sein. Natürlich nicht so cool. Ja, da müssen wir es anders angehen. Aber ist kein Problem. Jetzt haben wir sie ein bisschen blöd angestellt, aber kein Problem. Wir hatten größere Posten. Kommt zwar Verstärkung, aber ist egal. Schlimm. Musst du aufs Dach hoch. Wie mache ich das kaputt? Keine Ahnung, wie das kaputt macht, die Verstärkung. Also nicht die Verstärkung, ey, mein Boomer ist tot.
Wir haben's. Zwar nicht unentdeckt, aber egal, wir haben's. Wonderful. Brüder und Schwestern. Jemand da draußen hält sich nicht an die... Saves! Mit Fernzündung Sprengstoff. Erwirbt den Vorteil stolzer Knackel, Knacken oder Schweißbrenner um Saves. Eisern ohne blablabla. Okay. Also anscheinend das Safe. Ja, ich muss da rein irgendwie. So, ich hinterlasse dir diese Notiz, um dich an etwas zu erinnern. Lass den Büroschlüssel nicht im Verkaufsstand. Die wollen diesen Ort unbedingt haben. Mach es denen nicht noch leichter. Verkaufsstand. Wir werden ihn finden und ihn bestrafen. Ah, das ist da vorne, ne? Denn so der Vater. Und zwar... Der Verkaufsstand da vorne irgendwo war der, ne? Vielleicht finden wir da den Schlüssel, Leute. Und ich werde auch da mal raufschauen. Wer weiß, was da so gibt. Wenn es was gibt. Ja, seht ihr? So, wir müssen da jetzt runter. Da, sind wir unten. Schauen wir mal, ob wir hier einen Schlüssel finden. Also aufpassen auf die Autos hier. Na, da haben wir doch was. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünder. So, haben wir ab. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Niemand entkommt. So, da. Kämpfer. Zivilisten mit einem Blablabla können angeheuert werden. Nach dem Anheuern treten sie deinen Helferauswahl bei und werden automatisch deinem Team zugewiesen. Mit dem Vorteil Führung kannst du nur einen zweiten Helfer in dein Team aufholen. Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. So, Geschäfte und Geld. In der Spielwelt stehen Geschäfte zur Verfügung, in denen du Waffen kaufen, anpassen, deine Munition nachfüllen, Beute verkaufen, vieles mehr kannst. Neue Waffen sind freigeschaltet, wenn der Widerstand in deiner Region stärkt. Okay. Ja, dann schauen wir mal, was da geht. Und zwar Beute verkaufen. Ja, das verkaufen wir. Wie geht das? Rechte Taste. Immerhin kriegen wir 150. Sonst habe ich eh nichts zum Verkaufen. Gegenstände. Ja, wir kaufen uns eine Schutzweste, dann gehen wir nicht so schnell drauf. Ein bisschen Geld haben wir ja, so ist es ja nicht. Habe ich die schon? Ja. Doch, habe ich. Okay. Sind wir auch voll? Granaten sind wir voll. Kaufen wir auch. Jo, passt soweit. Waffen. Ja, ich würde sie eher verkaufen. Mhm. Und passe sie an. Kann man die anpassen? Ah, hier. Anpassen. Andere Lackierung oder was? Ah, ist das geil. Nee, das will ich ja gar nicht. Damit. Wow, jetzt aber viele Waffen, Leute. Wow. Coole sogar. Weltuntergang Preeper. Mal, nehmen wir den Magnum vielleicht. Anpassen. Cool. Dann würde ich sagen, das machen wir gleich. Ein Reflexvisier. Das leisten wir uns jetzt einmal. Rotpunktvisier, optisches Visier, Scharfschützenzielfeuer oder was? Nein. Ich kann nur eins von denen drauf wahrscheinlich. Ne? Okay.
Hier noch was. Nee, nee, ich will das ja auf. Aber ich möchte nur das zweite da anpassen. Das haben wir nämlich nicht. Schade. Egal. So, Munition. Füll mal auch auf. Kostet ein bisschen was, aber wir haben das Geld. Ist schon okay. Jetzt ist es ein bisschen besser. Und schaut auch richtig geil aus, Leute. Hab einen Auftrag für dich. Ist ein Auftrag für mich? Okay. Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße Intus, die Sekte. Hey, ich war noch nicht fertig. Ja, ich komme gleich. Ich guck nur da. Diese habe ich noch nie gesehen. Na gut, okay. Wo war ich? Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße Intus, die Sekte hier eingelagert hatte. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern. Okay. Ja, ich aktiviere das einmal. Und jetzt sollen wir hier Bären machen. Ist das eine Nebenaufgabe oder was? Muss ich mal gucken. Nebenmissionen, ja. Cool, unsere erste Nebenmission. Erreiche die Obstplantage, ja, gegen Bären kämpfen. Aber ich werde da jetzt trotzdem nur mal vorher ins Büro gehen. Weil wenn ich schon den Schlüssel habe, das will ich jetzt machen. Mal auf da. Hier was zum Absturm. Sag ich dir. Ho, 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 Ladies and Gentlemen. Sogar gut, was abzustammen. Doug, Debbie, hier ist eure Anwältin. Hört mal, ich weiß nicht, wo dieser John Seed Jura studiert hat, aber er hat uns erwischt. Er hat euch am Arsch, und zwar komplett. Aktuell sieht es so aus, dass er euch bis aufs Hemd auszieht, wenn ihr die Plantage nicht an ihn verkauft. Auf diese Weise behaltet ihr wenigstens eure Würde, wisst ihr? Ich weiß, dass... So. Schauen wir mal, was hier ist. Ist eine bittere Pille und es wird sich wie ein Verlust anfühlen. Sogar wie Diebstahl. Aber vielleicht geht ihr gerade bei dem Typen lieber auf Nummer sicher. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.